zum ersten Mal und zum zweiten Mal hier war, gar nicht erwartet, dass die Resonanz auf diesem hohen Niveau sich halten würde. Ich habe mal eben überlegt, woran das wohl liegt. Es liegt sicherlich auch an, daran, dass man sich an die Partner ein wenig schon gewöhnt hat, dass man sich ein wenig an die Partner schon gewöhnt hat, dass man vielleicht im Jahresverlauf schon darüber nachdenkt, was ist unser Wunsch beim nächsten Tag im neuen Jahr, so wie wir das heute hier finden. Und es gibt natürlich auch Projekte, die irgendwann einmal Alterserscheinungen zeigen. Also dass der Anstrich abblättert oder dass ein Dach undicht wird. So wachsen dann die Wünsche im Jahresverlauf, so habe ich mir das jedenfalls erklärt. Man speichert die, weil man weiß, dieser Tag kommt. Und ich finde es ganz prima, dass ich dies auf dem wirklich sehr hohen Niveau alles gehalten habe. Sowohl was die Firmen angeht, als auch was die Einrichtungen angeht und auch was die Projektideen angeht. Also ich finde, das sind drei Kennzahlen, die lassen sich sehen jetzt im 3-Jahres-Vergleich. Und ich erwarte fast, dass im nächsten Jahr so ähnliche Kennziffern wieder hier verwaltet werden können. Und das macht natürlich wieder Beispiel und andere schauen sich das an. Ich finde es auch gar nicht schlimm, weil sie ja nicht im Wettbewerb mit ähnlichen Aktivitäten stehen, die wir im Wettbewerb oder auch gerade hinaus im Feld erleben. Ich finde, eine solche Idee von Linken sogar verwaltet zu werden, also nichts besser als ein gutes Beispiel. Und das finde ich heute, finde ich, in sehr eindrucksvoller Weise gegeben.